Oh, der Feger ist down, oder? Yes, der Feger ist down. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und ich hatte es, glaube ich, gestern gesagt, wir gucken heute mal auf die Angebote. Unfassbare Angebote, Alter, 110 Euro, 55 Euro, 22 Euro. Und ich habe noch gar keine Gelegenheit gehabt, mir überhaupt mal die Angebote gescheit anzugucken. Ich habe nur die Preise gesehen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Angebote, ja gut, plus Goldpass, den zähle ich jetzt mal nicht dazu, also 6 Angebote, und wenn die Lotto-App mein Angebot bestimmen soll, welches ich kaufen soll, dann schreibt es in die Kommentare oder lasst ein Like da, irgendwie eins von beiden, ich glaube ein Kommentar wäre sinnvoller, damit ich das auch sehe, dann würde ich die Lotto-App einfach mal bemühen, oh Gott. Weil sowas hoffe ich natürlich immer, dass es nicht das 109er ist, weil ich das ja eigentlich gar nicht brauche. Alter, 1 Million Gold, Elixier. Ich war schon ganz verwirrt wegen der Rune des Goldes, weil die 5-mal dabei ist. Alter. Also Supercell will tatsächlich, glaube ich, einfach nur zwanghaft alle Leute auf Rados 12 dreschen. Ich glaube, sie machen das wegen der CWL. Aber, Leute, Clash of Clans ist kein E-Sport. Ganz ehrlich, es geht bei Clash of Clans um den Aufbau des Dorfes. Und wenn das jetzt so extrem beschleunigt wird, dann finde ich persönlich, ist das ein falscher Weg. Meine Meinung, die muss nicht von jedem geteilt werden, aber meine persönliche Meinung ist, es geht zu schnell und es geht zu einfach. Ist einfach so. Wenn man, ja gut, klar, wenn man natürlich das kauft, ne? Wenn man es kauft. Man muss es natürlich nicht kaufen, aber selbst wenn du es nicht kaufst, hast du ja immer noch diese ganzen Sachen wie, ja, wie zum Beispiel Clan-Spiele. In der CWL kriegst du die Hämmer, im Clan-Krieg kriegst du Sachen. Okay, hast du früher auch gekriegt im Clan-Krieg. Also Clan-Krieg fällt dann da eher weg. Aber du hast so viele Sachen, allein schon durch die Clan-Spiele und durch die Medaillen und so weiter und durch die Challenges, die ab und zu mal reinkommen. Ey, du kriegst so viele Sachen dazu. In meinen Augen ist es zu einfach. In meinen Augen geht es zu schnell. Deswegen habe ich auch gesagt, werde ich mir den Goldpass nicht kaufen. Nein, ich habe einen großen Fehler gemacht. Nein. Jetzt habe ich den versetzt. Weil ich dachte, sie würden noch... Ich habe den König auch nicht gezündet. Ich habe den König, glaube ich, in diesem Account das letzte Mal vor einem Jahr gezündet. Oder so gefühlt. Gefühlt vor einem Jahr gezündet. Nichts funktioniere gut. Jetzt müssen wir hoffen, dass unsere kleinen Freunde jetzt hier mal ein bisschen ranklotzen, Alter. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Sagt ihr, es ist zu einfach, es ist nicht zu einfach? Wir hatten die Diskussion da schon mal, ich weiß. Aber jetzt aktuell ist sie ja auch wieder sehr, sehr im Fokus. Ob es zu einfach ist oder nicht, das ist die große Frage, die wir uns stellen lassen, Feger. Den ich mal eben freezeln muss. So, den wir nochmal freezeln müssen. Jetzt werden wir den Warden mal entzünden und dann hoffentlich gleich die 100% irgendwie holen oder so, das wäre geil. Also 100% vor allem auch für den Sternenbonus wäre schon richtig geil. Ja, der war besser. Freezelt. Damit da auch nichts schief geht. Ja, die Luftabwehr ist down, aber sowas von. Also wie gesagt, wenn ich das Angebot kaufen soll, beziehungsweise eins der Angebote, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr das nicht wollt, schreibt es natürlich auch in die Kommentare. Das ist mir beides recht, ehrlich gesagt. Also, wenn ich keins der Angebote kaufen muss, ist mir das natürlich auch recht. Und wenn, dann hoffe ich halt wieder drauf, dass es eins ist, was, ja, was irgendwie günstig ist. Was ich auch gebrauchen kann. Also das für 109 ist dann schon ein bisschen tricky. Aber wir werden sehen. Wenn ich es kaufen soll, dann wie gesagt, dann wird auch nicht geschummelt. Dann wird das, was die Lotto-App ausspuckt, wird dann auf jeden Fall auch gekauft. Und jetzt, Leute. Oh, 4 Drachen haben wir übrig. Okay, gleich sind es nur noch 3, glaube ich. Oh, ne, 4 Drachen. 4 Drachen übrig behalten, perfekt. So, wir haben 47.000 Elex. Ich komme immer... Dunkles, ich komme durcheinander gerade. Also, 47.000 Dunkles haben wir. Und wir müssen mal gucken, dass wir das auch gescheit ausgeben. Ja, rup. Nein, Verstärkung in Form von Loons. Verstärkung hier in Form von... Oh, das dauert so lange. Kann ich gar nicht ausbauen. Moment. Wir brauchen Drachen. So. Allerdings noch 3 Stück und noch ein paar mehr. Wie gesagt, die E-Drags sind einfach viel zu langwierig, weil ich nicht alle Kasernen auf Maximum habe. Deswegen, das dauert einfach Jahre.
Das dauert wirklich einfach Jahre. Jo, wir nehmen ruhig noch einen Altzauber mit. Nein, da ist ja noch ein Fehler drin, Leute, stimmt. So. So wird ein Schuh raus. Hab ich noch einen, bitte gib mir einen Trank. Yes. Okay, den Trank kann ich natürlich super gebrauchen. Und wir gucken jetzt mal auf das Highlight, nämlich die 30er CWL. Und sie verspricht, also beziehungsweise sie hält genau das, was sie verspricht. Es macht richtig viel Spaß, auch wenn wir wahrscheinlich verlieren werden. Aber trotzdem, es macht richtig viel Spaß. Und ja, ich habe 6 Sterne geholt. Wer sagt's denn, oder? Hier habe ich 3, nee, ich hab 5 geholt. Ich will mich nicht besser, oder? 5 oder 6? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Spannung? Okay, 5. Ich habe mich vertan. 5 Sterne habe ich geholt. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz zufriedenstellend. Aber es macht einfach Spaß. Also die Leute sind wieder sehr nett. Und es macht richtig Spaß gegen Ebrios. Wir haben sogar, glaube ich, einen deutschen Clan in der Liga drin. Das finde ich mal cool. Welcher Clan hier kommt wohl aus dem Ostdeutschland? Ich weiß es nicht. Könnte es Almaraibi-Bilder sein? Ich weiß es nicht. Nein, unser Norden natürlich. Irgendein Norden. Wie sieht es denn bei unserem Norden aus? Sie führen aktuell, das ist natürlich sehr schön. Okay, sie werden das deutlich gewinnen. Oder? Nee, warte mal. Lol. Guckt euch das mal an. Der Gegner hat 53 Sterne. Alter, was ist bei euch denn los? Schreibt mal gerne, wenn einer von euch das guckt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, an welchem Spieltag spielen wir denn gegen euch? Oh, am 3. Spieltag. Alles klar. Ja, es ist natürlich bei uns das Problem, wir sind sehr unausgewogen. Wir sind sehr unausgewogen von den Rathäusern. Also wir haben oben Rathaus 12, haben unten aber auch, ich weiß gar nicht, was 11 für ein Rathaus ist. Rathaus 7. Unten ist ja Rathaus 7. Deswegen, das ist halt das Problem. Aber okay, wir reden gleich noch weiter. Die Helden sind ja gerade noch in der Mache. Und vor allem auch unsere Trübskis. Und dann sehen wir uns wieder. Ich gucke mir nochmal die Angebote an, damit ich gleich auch erzählen kann, welches Angebot ich am besten finde und welches ich am besten gebrauchen könnte. Also, bis gleich. Okay, Murti von Muratla Obasi, wahrscheinlich ein türkischer Clan, würde ich jetzt mal schätzen. Also, wir versuchen jetzt hier möglichst ein bisschen Loot abzugreifen. Und zwar werde ich von hier vorne vorgehen und versuchen, die Adler-Dev zu bekommen oder zumindest schon mal eine Luftabwehr. Das wäre natürlich schon mal ganz gut. Oh, ich habe ja einen Drachen dabei, einen Edrek. Perfekt. Der Edrek eignet sich perfekt für einen kleinen Tunnel. Ich habe jetzt natürlich den Ballon vorgeschickt, damit ich gucke, ob da irgendwie eine Falle ist oder so. Ist nicht so. Reicht das schon? Luftabwehr, wir werden es wahrscheinlich auf den Edrek schießen, oder? Ja, mal gucken. Mal gucken, wie weit wir kommen. Komm, kriegst noch einmal. Okay, kriegen wir nicht mehr hin. So. Ach, da. Nein, immer läuft er falsch. Immer läuft er dahin, wo er nicht hinlaufen soll, der König. Aber es könnte trotzdem funktionieren. Was muss denn da alles kaputt machen? Okay, ich muss den König jetzt gleich schon mal zünden. So. Bitte kümmert euch schon mal um eine Luftabwehr, Freunde. Das wäre sehr gut. Komm, eine kriegt ihr doch. Eine haben wir. Die andere könnte sogar die Queen vielleicht noch schaffen. Ich glaube aber, das wird knapp. Ich glaube, das könnte ein bisschen eng werden. Ja. Wird ein bisschen eng. Aber okay. So, ein bisschen haben wir schon mal kaputt. Jetzt werden wir, denke ich mal, von hier unten... Oh, der Feger ist down, oder? Yes, der Feger ist down. Könnte ich eigentlich von hier vorgehen, aber hier sind noch so viele Goldminen. Brauche ich eher Gold oder eher Elex? Gute Frage. Wo ist denn das Dunkle? Das ist jetzt... Okay, da oben ist ein Bohrer, da ist auch ein Bohrer. Wo ist der dritte? Da vorne? Okay, wir gehen von oben. Ich muss die Bohrer kriegen. Wir müssen irgendwie die Bohrer erwischen. Einen. Jetzt gleich, wenn irgendwie noch mehr im Radius ist. Jetzt. So. Die Nuns, ja, nicht ganz in den Zauber reingekommen, glaube ich, aber es könnte trotzdem klappen. Okay, komm. Ich weiß auch gar nicht, ob wir einen Stern holen. Okay, oh, der Inferno-Turm ist zumindest da. Nein, die haben oben den Feger, glaube ich, nicht den Feger, den Bohrer, glaube ich, nicht ganz gekriegt. 43% kommt. Okay, das reicht. Das reicht definitiv für einen Stern. Das bedeutet, wir haben den Bonus. Oh, ein Glück. So, der Bonus ist nämlich richtig gut hier oben. No. Skelett fallen. Nicht auf meine Drachen. Das mag ich gar nicht. Ja, ein bisschen Dunkles haben wir sogar gekriegt. Wir haben ziemlich viel Elex bekommen. Wir kriegen noch ein bisschen mehr Elex. Es ist eigentlich, glaube ich, insgesamt... Ist der Angriff ganz okay gelaufen. Also, ihr müsst natürlich immer überlegen. Ich habe hier jetzt nicht ansatzweise die Truppen, die ich mit meinem 12er-Account habe. Joa. 479.000 Elex darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Oh, Bonus kommt zu Papi. Ist natürlich auch gut für die Quest beim
bei der Saisonherausforderung. Yo. Ich habe übrigens eine ganz geile Idee gehabt. Die ist mir gerade eingefallen in der Pause, wo ich quasi gewartet habe, dass die Truppen fertig sind. Und zwar hatte ich ja gesagt, ob wir es nicht so machen sollen, dass dass die Lotto-App bestimmt, welches Angebot ich kaufe. Da ist mir aber was viel Besseres eingefallen, was einfach viel transparenter ist für euch. Ich werde einfach jemanden aus dem Clan fragen und nach einer Zahl zwischen 1 und 6. Ich weiß aber noch gar nicht, wen ich fragen werde. Ja gut, irgendwem, dem ich natürlich vertrauen kann, dass er oder sie einfach komplett voreingenommen an die Sache rangeht, weil ich natürlich nicht bescheißen will, um es jetzt mal ein bisschen drastisch auszudrücken. Es soll ja fair sein. Also ich möchte nicht, dass irgendwer sagen kann, du hast es aber abgesprochen oder so, du hättest ja die Lotto-App einfach mehrmals aufnehmen können. Das ist halt das Problem, ne? Ich kann die Lotto-App ja einfach 5-mal aufnehmen, bis die Zahl kommt, die ich möchte, und schneid's halt wieder rein. Beziehungsweise ich schneid's dann in das Video rein. Das will ich ja nicht. Deswegen werde ich dann live dann in der Sendung quasi die Kick öffnen und dann werde ich die Person fragen und werde sagen, du, bitte sag mir eine Zahl zwischen 1 und 6 und dann wird die Person das sagen. Ich weiß aber noch nicht, wen ich frage, weil das es soll jetzt halt noch nicht, ich will die noch nicht beeinflussen, die Person. Deswegen, also, wenn ich ein Angebot kaufen soll, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich werde euch dann auf dem Laufenden halten morgen und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Wahrscheinlich kommt auch morgen mal wieder Boom Beach, weil das Update ja vor der Tür steht und es ist richtig geil. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut.